Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im LS22 Roleplay von Farmer Reloaded Projekt. Schön, dass ihr mit dabei seid, schön, dass ihr einschaltet. Hier ist euer Commander Keule, euer Günther Neufeld. Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. So, wir fahren jetzt erstmal runter zu der Elf und werden die von dem Herrn Reimann die Grünfläche mähen. Das sollen ja auch Silageballen werden. Und dann gucken wir einfach mal, wie lange dieser hässliche Regen uns hier immer noch von der Arbeit abhält. Ja? Da hast du recht. Da hast du recht. So, da ist der Schwader. Hab den gefunden. Mhm. Wenn ich jetzt ganz frech bei die probier, bei die Schweine zu schwaden, meinst, tötet er mich dann oder nicht? Wo willst du schwaden? Hallo, Günther. Bei die Kühe. Bei die Schweine. Wo ich bei was für Schweine? Da hat mir jemand angeschafft bei, ich glaube, das war beim Vogel auf dem Hof. Beim Vogel? Ja, da habe ich bei den Schweinen. Ich denke, da sollen wir nichts machen, hat er mir gesagt vorhin. Nee, weiß ich. Deswegen habe ich ja gesagt, wenn ich jetzt da hochfahre, tötet er mich dann oder nicht? Na, das Ding ist, er wird halt dafür nichts bezahlen, so. Wer, Vogel? Nee, also auch Louis nicht. Achso, ja, ich kriege ja eh nichts, jetzt bin ja noch im Dings. Ja, aber er wird dich da wahrscheinlich für ohrfeigen, wenn die Maschinen jetzt genutzt werden für etwas, was er halt einfach nicht annehmen möchte. Achso. Und wenn wir das so machen, wenn wir alle drei schnell hinfahren und die Ballen holen und dann ins Lager tun bei uns? Bei uns? Ja. Und dann? Ja, dann können wir ihnen sagen, wir haben Geld nach Hause gebracht. Und meinst du, das würde ihnen dann friedlicher stimmen? Oder vielleicht, was? Ja. Keine Ahnung, kannst es ja gerne ausprobieren. Ich kenne ihn noch nicht so lange. Ich auch nicht. Zumindest nicht, wie er dazu steht, wenn man seinen Aussagen, er möchte das nicht, sich widersetzt. Achso. Ja, ich bin gut. Jetzt auf jeden Fall auf der Elf am Mähen. Also du kannst gerne da hinfahren und das schwaden, weil hier musst du ja dann auch schwaden, weil hier sollen wir ja Silageballen machen. Elf, wenn du mir jetzt noch kurz einen Hinweis gibst, weil... Die ist quasi da bei der Schweinekoppel einfach geradeaus weiter. Ah. Dran vorbeigefahren. Alles klar. Weil hier mähe ich jetzt und das müssen wir dann schwaden und dann ist alles gut. Ja, ich glaube, da ist Mike in der Nähe bei dir. Ich bin auf die 29. Ja, ja. Und im Ladewagen hier nebenan anscheinend, ne? Ja. Ja. So, den sehe ich da drüben rumstehen. Der steht doch nur, der macht doch gar nichts. Nein, der stimmt doch gar nicht. Ist schon wieder Mittagspause, oder was? Nee, noch nein. Nicht. Ich warte da. Ah, jetzt, guck mal, gerade angesprochen, jetzt fährt er wieder. Ach so. Ich war gerade kurz auf die Karte geguckt, Mensch. Ich warte schon die ganze Zeit, bis ich meinen Deckel aufmachen kann. Den Deckel? Ja, unter dem Fahrersitz. Weißt doch, haben wir doch letztes Mal getestet. Kalte Bier unten drin. Wo wir am Feld gewartet haben. So, ja, schmeiß da immer Bier rein, alles andere brauchen wir eh nicht. Nee, ich habe jetzt extra alkoholfrei, dass sie geschimpft wird. Von wem? Ja, vom Chef. Wenn du dem alkoholfrei sind, dann drückst, glaube ich, rasset da mehr aus, als wenn es ein richtiges ist. Ich habe mir ein alkoholfreies reingefahren. Weil es geht ja schließlich als Limo durch. Alkoholfreies als Limo? Ja, Radler. Aha. Du, ich habe keine Ahnung, wie er tickt bei sowas, also. Nee. Hätte ihn jetzt eher so eingeschätzt, dass er es okay findet, wenn du vernünftige Arbeit ableistest, dass du auch ruhig mal eins zischen kannst zwischendurch. Ja, unter der Arbeitszeit mache ich das nicht. Ich hätte eben auf 12 gewartet. Wie auf 12 gewartet? Auf 12 Uhr halt. Achso. Und dann? Mittagspause oder was? Ja, genau. Ist das dann aber auch nicht Arbeitszeit? Also Pause gehört ja dazu, zur Arbeitszeit. Kriegst du die bezahlt? Ja, Kosten Logis ist ja eine Bezahlung, ne? Ja, ich krieg nicht viel, leider. Sag mal, wo muss ich denn hier fahren? Muss ich über die Steinbrücke drüber oder bist du da links am Feld entlang? Über die Steinbrücke bin ich gefahren. Alles klar, und dann links am Feld? Ich bin dann an dem Feld vorbei, ja. Was da gekalkt wurde oder wo Schnee drauf liegt, ich weiß es nicht. Deswegen. Ja, das ist, glaube ich, Kalk. Schnee, für Schnee wär's zu fein. Zu fein? Ja. Okay. Ein bisschen.
habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Das ist aber auch schwierig, wenn das Feld bestellt ist, dann musst du aber auch ganz schön knapp am Rand fahren. Naja. Gut, vielleicht gibt es auch einen besseren Weg, aber ich habe mich einfach für den entschieden. Ja. Was soll ich dir sagen? Halt einfach wie es ist. Einfach so wie es ist, genau, so wie es ist. Ich nehme die Welt so wie sie ist. Mach mir Welt. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Genau, hätte ich jetzt auch gesagt. Am Ende des Tages muss das ja auch noch gepresst werden, wenn es dann irgendwann mal wieder aufgehört hat zu regnen. Ja, pressen geht doch, glaube ich, ja so, dann ist es schwerer. Weiß ich nicht, er hat zu mir gesagt, jetzt solange es regnet, mal gucken, ob das Mähwerk, ob das zu sehr Matsche wird oder so, oder also whatever. Also vom Schwaden her geht's. Ja, bitte mach nicht so eine Schwaden wie der Chef, ne, also. Nee, also kriegst ein. Der einfach, hat letztes Mal oder? Schwaden gemacht, die waren größer als meine Frontreifen. Bist du einfach oder doppelt? Also mir ist es egal. Ja, also doppelt geht, glaube ich, einigermaßen. Ja. Aber er hat, gefühlt hat er zehnfach. Achso. Okay. Legt. Also meine Reifen waren wirklich komplett verschwunden. Okay. Ich habe nichts mehr gesehen von meinen Vorderreifen. Okay. Und unterm Traktor klebte dann auch der ganze Scheiß drunter. Ja, super. Aber er muss ja nicht sauber machen, also. Ich wollte gerade sagen, wo hast denn du den dann sauber gemacht? Haben die irgendwo im Hof? Haben die irgendwo einen Hochdruckreiniger oder? Ja, in der Ecke steht doch einer. Hinten raus. Ah, okay. Raus. Aber trotzdem ein bisschen schwierig. So. Ja, dann probiere ich meinen Treibhaus. Schauen wir mal. Ansonsten schiebst du es einfach auf mich. Ja, also es ist ja auch nicht förderlich. Also die Presse, die sagt ja dann auch irgendwann nö. So. Ne, also der hat ja auch irgendwann keinen Bock mehr, wenn das alles zu fett wird. Das stimmt, ja. Aber mal gucken. Er wollte sich jetzt sowieso erstmal einen Überblick verschaffen. Er hat irgendwie die letzten Tage den Überblick verloren, wer hier überhaupt irgendwo irgendwas in irgendwelcher Art und Weise gearbeitet hat. Aber du hast dich gut eingelebt, ja? Ja, bisher ja. Ja, ich komme mit dem Linksverkehr nicht ganz so klar, aber ich gebe mir Mühe. Stets bemüht, steht ja, in meinem Papier. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die Aussage, die kenne ich von meinem Zeugnis. Bisher finde ich mich einigermaßen gut zurecht, aber was waren jetzt auch schon für wilde Aufgaben dabei, ne? Ein bisschen Ballen pressen und jetzt hier mal das Mähwerk schwingen, ne? Ich war bis jetzt eigentlich nur fürs Mähen eingeteilt. So. So.
Sehr gut, das läuft ja wie am Schnürchen hier. Er ist da drüben jetzt schon am Schwaden. Läuft auch sehr gut. Dann sagen wir unserem Chef mal Bescheid. Oui. Ja, bitte. Ich habe jetzt hier die 11 für den Reimann schon gemäht. Der Luke ist dabei, das Ganze zu schwaden gerade. Die Grünfläche oben an seinem Hof ist zu kurz zum Mähen. Er wollte das jetzt umbrechen, sowieso dann mit dem Flug und dann nochmal neu anpflanzen mit Rasen. Also die ist gestrichen, die Grünfläche. Also brauchen wir uns die 11 berechnen oder was? Wir brauchen dann nur die 11 berechnen, genau. Das heißt mähen und schwaden. Mähen, schwaden und dann Silageballen. Pressen und auch einsammeln und ihn liefern. Aber gepresst haben wir noch nicht, oder was? Nein. Ich habe jetzt erstmal gemäht und würde jetzt dann mit der Presse mich auf den Weg hier machen und die machen dann zu Silage machen. Gut. Ja? Nur, dass du Bescheid weißt. Jo. Dann sagst du dann noch Bescheid, was da rausgekommen ist, ja? Jo. Ich sag dir, wie viele wir gepresst haben. Alles klar. Wunderbar. Danke. Okay. Bis dann. Ciao. So, Louis weiß Bescheid. Mit der 11, dass wir die jetzt komplett fertig machen. Okay, gut. Ich fahre jetzt zum Hof, hol die Ballenpresse. Ja. Heißt, theoretisch, wenn du da fertig geschwadet hast, kannst du dich auf den Weg machen. Frontlader und Zange und. Ballengabel. Ballenzange. So, Ballenzange und halt den Anhänger mitnehmen. Jo, mach ich. Und dann sage ich ihm, wie viele Ballen das waren und dann kann er da auch eine Abrechnung direkt fertig machen. Freut er sich. Ja. Da sieht er das Geld und dann ist er wieder glücklich. Ich weiß nicht, heute ist er wieder ein bisschen krimskrämig. Letztes Mal war er besser drauf. Also bis jetzt ist er ganz, ganz gut drauf. Achso, ja, vielleicht liegt es am Praktikantenstart, das kann natürlich sein. Keine Ahnung. Weiß nicht, aber. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn du halt immer nur mit irgendwas ankommst, so womit Geld, ne? Also ja. Aufträge, dann ist er immer super zufrieden damit. Ach so. Hier liegt ja auch noch krass auf der 16. Weiß einer, was damit passieren soll? Ich glaube, es ist auch Vogel. Ja, aber was soll damit passieren? Also da liegt krass geschwadet. Also. Also ich weiß auch nicht. Hm. Also wenn ich. Aber Ballen gepresst hast du letztes Mal, oder? Ich bin's nochmal, Louis. Ja, bitte. Was ist denn mit der 16? Ich bin da gerade dran vorbeigefahren, da liegen auch noch krass Schwaden drauf. Weißt du da was? Die können wir auch pressen, die. Okay. Dann wird zum die 16 gehört mit zum Vogel. Ja gut, dann werde ich die halt pressen und dann runterfahren zur 11. Ja, die kannst du auch gleich pressen. Sollen wir die auch dann sammeln oder was? Die tun wir nur Warne pressen, Chip bei mir. Also lassen wir die liegen. Jo. Ja, alles klar. Wenn rühren. Ich glaube, ich Bescheid. Jo. Gut. Ja. So, hätte das jetzt nicht geleckt, wäre ich da auch nicht gegen die Mauer gefahren. Deswegen, das spielen wir jetzt mal nicht aus hier. Mit dem Mähwerk. So, also Ballenpresse mitnehmen. Wir pressen die 16. Und die 11.
Machen wir das so. Dann machen wir das so. Ja, also die 16 müssen wir auch pressen, aber da haben wir keinen Auftrag für, die einzusammeln. Alles klar. Das heißt, die presse ich jetzt schnell, das war ja keine große Fläche hier oben, und dann komme ich runter zu der 11. Jo, passt. Ich könnte dafür mein linkes Ei verwetten, dass das nächste Mal, wenn der Vogel da ist, dann sagt so, ja, was ist mit einsammeln? Wie sollen die zum Hof kommen? Ja gut, sind die im Urlaub oder? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Ich habe noch nicht mal Ahnung, wo der sich rumtreibt. Also. Ah, okay. Ich habe mit dem noch keinen Kontakt gehabt. Nö, so ein bisschen. Eigentlich ganz nett. Also eigentlich alle Leute sind ganz nett hier. Eigentlich ist es kein Wort, das weißt du, ne? Ja, nehme ich eigentlich ganz gerne her. Finde ich eigentlich ganz gut. Es ist schön, dass wir uns verstehen. So, jetzt muss ich, wo ist denn hier überhaupt, wo kommt man denn hier überhaupt auf diese schöne Fläche drauf bei denen? Ja, ist ein bisschen eng da rein. Ist das nicht überall so? Ja. Ach, hier. Ach du Scheiße. Ja, mal einen Rundhof. Ja. Ja, wer macht was, hat wer Zeit? Ich bin jetzt am Ballenpressen auch immer. Ja. Ich bin am Schwaden. Ja. Ich bin gerade Gras am Absetzen im Fahrsiedlung. Gut. Also im... Der Nächste, der Zeit hat, nimmt sich einen Steinesammler und fährt zu Feld 137 und Feld 139. Und sammelt Steine und legt sie jeweils da an der Ecke ab. An der Feldecke. Okay. Ja? Mikey, das bist dann wohl du. Wenn er okay sagt, dann wird er ja, so sein. Ist okay. Ich habe, glaube ich, noch 2-3 Bahnen. Na, wird wohl hinzukriegen sein. Ja? 137, 139, scharf hoch. 137, 39. Alles klar. Alles klar. Jo. Ja. So viel dazu. Ja. Haben wir doch noch was zu tun. Langweilig wird's hier nicht, anscheinend. Nö, nee, Gott sei Dank. So, auch hier würde ich gerne wissen, wer hier wieder geschwadet hat auf der 16. Das ist ja. Der Chef höchstpersönlich. Hier hat er aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen dünner gemacht. Das ist gut. Zumindest ein wenig dünner. Als vorher. Da hat auch die Ballenpresse nicht so ein Problem mit. Ich glaube, da war er aber ein Stress. Letzten Monat, da war ein Haufen Gras. Also alles, was ich gemäht hat, hat er geschwadet. Okay. Vielleicht hat gut, er deswegen, ne? Deswegen hat er den wahrscheinlich einfach am Straßenrand hingestellt, weil er sich gedacht hat, ich habe keinen Bock mehr, ich habe meine Helfer dafür. Oder meine, ja, aber das willst du halt auch machen, ne? Wenn die Saison des Grasschnitts gerade überall ansteht, so. Ja. Dann hast du halt erstmal einen Haufen Grasschnitt, den du machst. Ja. Ist halt nun mal so. Mähen, bevor du gar nichts hast, ne? Dann hast du halt wenigstens ein bisschen Gras. Ja. Was du verarbeiten kannst. Schon. Ich kann mal fragen, vielleicht kriege ich irgendwann im Sommer nächstes Jahr dann vielleicht ein bisschen Heu, dass mein Bett ein bisschen weicher wird. Dein Bett? Ja, ja. Dann würdest du dir sagen, kannst froh sein, dass du überhaupt ein Bett hast. Ja. Wahrscheinlich.
So wie ich ihn mittlerweile kennengelernt habe, schätze ich ihn so ein, dass er dann sagt, du kannst froh sein, dass du überhaupt ein Bett hast. Ja, deswegen. Ich nehme mir da einfach mal einen, so zwei Heuballen oder sowas und dann liegt es ein wenig weicher, weißt du? Hm. Das Stroh, was wir letztens geholt haben, das stachelt ein bisschen. Hm. Stroh ist auch nicht immer die beste Variante. Nee, Peaks überall. Wobei, der Vorteil ist halt, es kommt keiner zu dir ins Bett gehüpft, was? Du hast ja deinen Frieden. Wer soll da reinhüpfen? Keine Ahnung, wer noch alles kommt. Vielleicht kriegt er noch einen Praktikanten oder sowas. Und dann? Ja, nicht, dass ich mein Zimmer mit dem teilen muss. Ach, nee, um Gottes Willen, also... Naja. Also wenn sowas hier loslegt, dass ich mir hier mit irgendjemandem ein Zimmer teilen muss, dann bin ich auch weg, also... Deswegen, ich habe ja vorher gefragt, weil du bist bei Lien, ob da vielleicht noch ein Zimmer frei ist oder so. Ja, musst du die mal fragen, also die haben ein Riesenhaus. Ja, deswegen ja. Also ich glaube, da haben sie noch ein Gästezimmer frei, wenn du Glück hast. Ja. Haben die fließend Wasser und eine Toilette, die man mal benutzen kann? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist gut. Da haben wir mal vorbeifahren. Ja, mach das mal. Aber meine lieben Freunde, das wäre es auch mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen. Däumchen raus, Abo raus. Schaltet gerne zur nächsten Folge ein und ja, macht ein bisschen Support. Ist kein Mord an dieser Stelle. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt weiterhin. Ihr seid fleißig weiterhin mit am Start. Und wir sehen und hören uns in der nächsten Folge. Kuss auf die Nuss, Liebe geht raus und tschö mit Ö.